Wir sind hier in Nordhessen im Schwarm-Eder-Kreis, also in der Mitte Deutschlands. Und dieses Projekt ist eines der erfolgreichsten Projekte zur Wiederherstellung von Biodiversität. Gemeinsam mit vielen Akteuren, mit relativ wenig Aufwand, haben wir hier tatsächlich es geschafft, den Rebhuhnbestand kräftig nach oben zu bringen. Rebhuhn steht eigentlich für Insektenreichtum in der Landschaft. Und es ist eigentlich in den letzten 10 Jahren, kann man sagen, sehr selten geworden. Viele Wanzen und Käfer und Mücken und Marienkäfer, Hornkneifer, Wildbienen, Schwebfliegen. Entscheidend ist für das Rebhuhn eigentlich, dass es Flächen findet während der Brutzeit, wo es ungestört brüten kann. Das auch noch in der Zeit, wo eigentlich Getreide geerntet wird und die Wiesen gemäht werden. Ja, das Projekt hier in Bad Swesten ist sehr erfolgreich gelaufen. Die Bestände sind immer weiter angestiegen. Da haben natürlich viele Akteure was dazu beigetragen. Nicht nur wir Naturschützer, sondern auch vor allen Dingen die Landwirte, die ihre Flächen für dieses Projekt abgegeben haben. Mein Name ist Lukas Häusling. Ich komme aus Bad Swesten und ich bin vom Beruf Landwirt. Ja, das war in 2015. Da ist leider beim Mähen einer unserer Wiesen eine Henne beim Brüten ins Mähwerk geraten. Und es waren noch 16 Eier in dem Gelege drin. Es hat sich herausgestellt, dass die meisten Eier noch intakt waren. Und dann haben wir kurzerhand uns entschlossen, die Eier weiter auszubrüten. Und da sind tatsächlich 10 Rebhuhnküken geschlüpft bei. Ja, das Tolle war eben, dass diese Rebhühner ein solches Interesse ausgelöst haben, dass daraus ein ganzes Projekt entstanden ist. Wir sind zum Rebhuhnprojekt Bad Swesten dazugestoßen, ganz am Anfang, um das Projekt zu beraten. Wir haben selber Rebhühner gehalten in der Zeit als Lockvögel für unsere Telemetriestudie. Daher hatten wir Erfahrung mit der Aufzucht von Rebhühnern. Wir wissen also von jedem dieser ganzen Rebhühner ihren kompletten Lebenslauf, ob sie einen Partner gefunden haben, wo sie gelebt haben, ob sie Bruterfolg hatten oder wer sie gefressen hat. Und daraus letztlich entstammen dann die Ideen für solche Maßnahmen. Das heißt, jeder Landwirt hat einen Teil seiner Flächen zur Verfügung gestellt, Blühflächen angelegt. Auf diesen Flächen wurde dann eine besondere Mischung ausgebracht, um dem Rebhuhn auch im Winter Schutz und Nahrung zu bieten. Wir haben es mit diesem Projekt geschafft, von ungefähr 6 Brutpaaren auf 50 Brutpaaren den Bestand zu steigern. Und das ist doch ein sehr guter Erfolg dieses Projekts. Es ist eben ein Projekt für die gesamte biologische Vielfalt. Es profitieren die Insekten davon, es profitieren zahlreiche Feldvögel davon. Es ist also keine Einartenmaßnahme, die wir hier machen. Ich finde, dass es auch mehr von solchen Projekten braucht. Den Landwirten müssen gute Bedingungen geboten werden und vor allen Dingen ist auch eine gute Beratung wichtig. Hier zeigen wir, dass mit wenig Fläche viel erreicht werden kann. Wir brauchen dringend mehr Maßnahmen, die auch den Landwirten einen Anreiz bieten, in diese Projekte einzusteigen. Schutz der Biodiversität ist letztendlich ein Schutz für uns alle, ein Schutz der Menschheit. Und deshalb kann ich nur dringend appellieren, dass wir solche Projekte fördern, dass wir das als Maßstab nehmen und dass wir mehr investieren in den Schutz der Umwelt, in den Schutz einer intakten Natur.